Alles hat so seine Zeit und die Zeit für mich als Oberbürgermeister, habe ich beschlossen, endet am 31.10. diesen Jahres. Dann ist es für mich zumindest so gewesen, dass das erste Mal. Ich bin jetzt 16 Jahre in Führungsverantwortung im Vorstand dieser Stadt, die letzten 8 Jahre als Oberbürgermeister. Und ich werde jetzt im Oktober 64 Jahre alt, aber ich fühle mich wirklich auch fit und habe Lust auf Neues. Seit Weihnachten habe ich mir wirklich Gedanken gemacht. Es ist dann am Ende schwer gefallen, wenn man mal guckt, was in dieser Zeit alles gewesen ist. Aber die Entscheidung aus Ostern, die hat den Vorlauf etwa von Weihnachten. Hier im Ratssitzungssaal, aber auch bei. Also für mich war das schon emotional. Immer noch emotional. Also die Entscheidung nicht anzutreten, die ist für mich eine klare Entscheidung, die auch sehr viel damit zu tun hat, dass man in der Zeit der hohen Verpflichtung, dem Anspruch, den man selber mit diesem Amt verbindet, auch gerecht werden konnte. Aber sich dann von seinen engsten Mitarbeitern sagen, nicht schon zu verabschieden, aber denen das zu verkünden, das ist schon emotional. Ich habe in der Vergangenheit immer wieder auftanken können, natürlich bei den vielen guten und schönen Veranstaltungen, bei den Festen und Festivals in dieser Stadt. Aber es war dann immer häufig auch noch mit Pflichtterminen verbunden, auch wenn es im Friedenssaal um Ehrungen geht und um Reden ging. Mal wirklich selbst zu bestimmen, wie der Tagesablauf aussieht, nicht einen vollgetakteten Kalender zu haben, meistens schon ein ganzes Jahr voraus, darauf freue ich mich.